Es ist Sonntagmorgen, 8.30 Uhr und ich bin wieder auf meinem Fußballfeld. Die Vögel zwitschern, es ist schön ruhig, keine Autos, keine Leute unterwegs, keine Hunde auf dem Platz. Ich bin wie gesagt über die Mitte des Platzes angekommen. Ich werde schauen, dass ich jetzt eine zweistündige Sondelsession einlege, danach ins Fitnesscenter fahre, anderthalb, zwei Stunden mein Trainingsprogramm absolviere, nochmal herkomme und dann hoffentlich bei einer zweiten Sondelrunde von ca. 2,5 Stunden richtig schön was finde. Ich bin gespannt. 52,54, nur 5 cm tief. Entweder ist es ein DDR-Aluschip oder ist es ein Schnapsdeckel oder ist was ganz anderes. Es ist eine Münze. Es ist eine Münze und zwar. Die habe ich jetzt auch nicht mit dem Spatenkern genickt. Die wissen Sie ja, wenn Sie gemäht haben, genickt haben. Es ist ha, ich hätte erst gedacht, 20. Es ist eine D-Mark-Münze. Schöner Fund. Unser nächstes Signal. So, nebenan hat jemand seine volle Hundetüte liegen lassen. Ich hoffe, dass das jetzt deswegen kein Scheißfund wird. Ach, immer diese Wortspiele. Wir haben unser Ziel schon. Nein, kein Scheißhund, es ist eine Münze, eine Einpfennig DDR-Münze. Das dritte Signal des Tages ist nicht sonderlich schön. Zeigt zwar bis 84 an, aber recht abgehackt. Schauen wir mal. Dritte Signal. Ein Stück tiefer. Ups. So. Auch Signal Nummer 3. Wieder bloß ein Stück Metall. Tja, ich laufe hier im Custom-Modus, habe bis 40 ausdiskriminiert. Tja,
Naja, wir nehmen es mit. Heute, wir haben jetzt hier ein schönes klares mal wieder. 80, 82. Schön klar. Schauen wir mal. Hat er eigentlich 10 cm tief angezeigt. Oh, da haben wir schon. Es ist auf alle Fälle eine DDR-Münze. Ein Alu-Chip und da sie gerändelt ist, könnte es 50 Cent sein, 50 Pfennig meine ich. Und es sind in der Tat 50 Pfennig DDR. Schön. Da haben wir es auch schon. Nichts mit Abzeichen, nichts mit Anhänger. Es ist wieder ein Maschinenbauteil, wie wir schon ein paar Mal hatten, aus Aluminium. Darum auch der hohe Leitwert. Naja, es ist wieder ein Metallstück, Metallsplitter, was auch immer. Na gut. Okay. Ein Deckel. So, naja gut, den hatten wir ja noch nicht. Wir sagen ja immer, einen obligatorischen Flaschendeckel, eine obligatorische Abziehlasche, ein, zweimal Aluminiumpapier. Ja, na gut. Ein neues Signal. Sehr abgehackt. Sollte ich eigentlich gar nicht danach graben. Hier zeigt es gar nicht richtig an. Ansonsten springt es hinterher mal um die 40, 45. Dann mal wieder bis 80 hoch. Wir haben hier heute noch kein Aluminiumpapier, so wie das hin und her springt, könnte das in der Tat wieder mal Aluminiumpapier sein. Schauen wir mal. Eindeutig noch drin. Tja, was soll das sein? Ich fasse es nicht. Ohne Witz, ich fasse es nicht. Das ist nochmal, verstehe ich nicht. Hier ist, das ist nochmal so ein Anhänger, so ein Oldtimer-Anhänger, wie ich ihn vor Tagen schon mal gefunden hatte. Nochmal so ein Oldtimer-Anhänger. Ich bin der Meinung, vom Wicht her, das ist Silber. Kann doch nicht wahr sein. Nochmal so ein Anhänger. Ohne Witz. Der zweite Oldtimer. Kettenanhänger.
Ich werde dann nochmal im Anschluss bzw. beim nächsten Video zeigen, was alles bisher gefunden worden ist. Und da sieht man ja dann auch, dass es zwei von denen gibt. Ein Kettenanhänger Oldtimer. Das müsste Silber sein. Cool. So, fast drüben angekommen. Ein kratziges 58-60 Signal. Zeigt mal 10 mal 5 cm. Mal 10 mal 5 cm. Wo ist es hin? Okay. Ist noch drin. Tja, und eben darüber geredet, haben wir unser obligatorisches Aluminiumpapier. Na gut. Tja, das war für den Sonntagmorgen eine recht kurze Sondelrunde. Es sind gerade zwei Damen gekommen mit mehreren Hunden und haben mir Bescheid gegeben, dass jetzt gleich Hundeschule beginnt mit 6 bis 10 Hunde. Ja, und da ich ja wie gesagt hier auf dem Hundeplatz bin und nicht auf dem Sondelplatz, werde ich den Platz jetzt verlassen. Es gibt dennoch ein paar schöne Funde. Wie gesagt, der obligatorische Müll, wie immer. Aber so wie ich das gerade sehe, habe ich heute sogar fast 1:1 Gutes gefunden gegenüber Müll. Ja, wie gesagt, bei dem hier bin ich mir überhaupt nicht sicher, was es sein soll. Es ist wirklich extrem schwer. Das könnte Blei sein. Oder was Silbernes. Mit hier oben wirklich wie ein kleines Einschussloch. Ja, kurios dann, wie gesagt, hier der zweite Fund. Der gleiche Anhänger, den ich schon mal habe. Von dem ich mir bis jetzt sicher bin, dass der aus Silber ist. Na gut, es kommen schon die nächsten Hunde angefahren. Also die nächsten Besitzer mit ihren Hunden. Dann schauen wir mal. Ich fahre jetzt ins Fitnesscenter und werde dann in 2 Stunden nochmal herkommen und eine zweite Runde.